Berechne den Quotienten und den Rest durch die euklidische Division. Wir bereiten diese Division so vor und achten darauf, dass beide Polynome geordnet sind in abfallender Reihenfolge der Exponenten. 3, 2, 1, 0, also okay. 1, 0, also okay. Wir beginnen die Division und stellen uns die Frage, womit muss man 2x multiplizieren, um an 2x hoch 3 zu gelangen? Mit x². Jetzt multiplizieren wir x² mal 2x plus 1, das macht 2x hoch 3 plus x². Sobald man dieses Produkt gefunden hat und hier geschrieben hat, nimmt man alle Termen entgegengesetzt, ist gemacht. Und jetzt addiert man. Wir addieren diese zwei Polynome. Bei dieser Addition müssen die zwei ersten Termen entfallen, das heißt, ihre Summe ergibt 0. Wenn nicht, dann haben wir da schlecht gearbeitet. Hier funktioniert es. Jetzt brauchen wir nur noch diese zwei Polynome zu addieren. 5x² minus x² ergibt 4x² und plus 8x plus 5 schreiben wir ab. Solange der Grad in diesem Rest nicht streng kleiner ist als der Grad im Teiler, machen wir weiter und stellen uns die Frage, womit müssen wir 2x multiplizieren, um an 4x² zu gelangen? Mit 2x. Wir rechnen dieses Produkt aus. 2x mal 2x plus 1, das macht 4x² plus 2x. Hier nehmen wir alle Vorzeichen entgegengesetzt, ist gemacht, und dann wird addiert. Die Summe der zwei ersten Termen muss 0 ergeben. Bleibt also 8x plus 5 minus 2x. Das macht 6x plus 5. Der Grad in diesem Rest ist immer noch nicht streng kleiner als der Grad des Teilers. Also machen wir weiter. Womit muss man 2x multiplizieren, um an 6x zu gelangen? Mit 3. 3 mal 2x plus 1, das macht 6x plus 3. Hier nehmen wir alles entgegengesetzt, ist gemacht, und dann addieren wir. Die zwei ersten Termen entfallen und hier bleibt noch 5 minus 3, also 2. Daraus schließen wir also, dass man diesen Bruch schreiben kann in diese Form. Es ist der Quotient x² plus 2x plus 3 plus dieser Rest 2 geteilt durch den Teiler 2x plus 1.